Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind bei Folge 100. Und wie versprochen, ich habe es geschafft. Ich bin jetzt in der Verarbeitung über 300. Ich habe sogar schon davon was angezogen. Ist zwar Leder, aber ich fand das jetzt besser. Ich glaube, gerade mal gucken. Schwere Rüstung. Okay, das ist zwar etwas besser, aber ich hatte keine Teufelschuppen, habe ich. Ich hatte nur Knoten und Leder, aber ich kann nimmst du die, machst du erst schon mal. So, ich habe circa 200 Knoten, nee, nicht Knoten und Leder. Unverwüstliches Leder gekauft und circa gefühlt 200 oder 300 gefarmt. Und zwar in Silithus, das ging ganz gut. Ein bisschen EP davon habe ich bekommen, aber ich habe gedacht, ich glaube, ich habe 4 Stunden oder so gefahren, den Silithus. Ich habe gedacht, das tust du kein Mann. Das braucht auch keiner zu sehen. Das ist, das war wirklich hart. Vor allem hart langweilig. Ich glaube. Mal gucken. Hier schönes gibt. Ich habe auch zuerst überlegt, machst du jetzt, weil wir Folge 100 sind, irgendwas Tolles hier von wegen eine Instanz oder so. Es hat auch eben jemand gesucht, aber war leider dann schon voll. Ist klar, gut. Machen wir halt eine normale. Eine ganz normale Folge. Mal gucken. Sind mit unserem neuen Handschuh. Und wenn wir dann Level Up haben und 61 sind, können wir auch endlich den, den gezielten Schuss skillen. Hoffentlich bringt der so viel, wie ich hoffe. Oder wahrscheinlich bringt gar nichts. So wie wir es kennen von WoW manchmal. Und dadurch sind wir auch schon recht hoch im in Kirschnerei. Ich kann ja gerade mal gucken. Das war falsch. Weiter, Leder, Kirschnerei. Ah, ne, doch, müsste ich eigentlich bei Fertigkeiten. Kirschnerei haben wir ausgeskillt. Ja. Ich sag ja, ich habe lange, lange gefarmt dafür. Also. Es war echt und es war teuer. Ich habe, glaube ich, 400 oder 500 Gold insgesamt ausgegeben. Es war richtig teuer. Dadurch, dass ich teilweise sogar auch dickes Leder kaufen musste. Und das ist hier auf dem Server ziemlich schweineteuer. Aber gut. Ein paar Sachen konnte ich auch verkaufen. Von dem, was ich hergestellt hatte. Und viele Sachen stehen noch im Auktionshaus, weil das ganze Auktionshaus habe ich gefühlt gefüllt mit den ganzen Klamotten, die ich hergestellt habe. Warum ihr seid Mitteilnehmer meiner Leidensgeschichte der Lederverarbeitung. Von daher. Und als ich dann so am Farm war, schrieb mich dann auch jemand an. Und jetzt bin ich Mitglied in der Gilde, die Crack Street Boys. Und ich wurde direkt zum Crack Junkie befördert. ich glaube, einer oder zwei wissen, dass ich bei YouTube Videos mache. Und ja, er frug mich zwar auch, ob ich ob er das mit reinschreiben soll, den schreiben wir schon. Nö, braucht er nicht. Falls er das sieht, vielen Dank für die Einladung und wir werden bestimmt viele tolle Sachen zusammen machen, worauf ich mich schon sehr freue. Ja. Ich weiß gar nicht, wo wir sind hier mitten im Nirgendwo. Oh, wir müssen die Zeppelin-Trümmer sammeln. Oh. Nee, doch, hat funktioniert. Und wir können die
bösen Jungs vom letzten Mal hauen, hier in der Burg. Da waren ja diese Oberanführer, Obergeister, wie auch immer, die wir letztes Mal da gefunden haben. So. Perfekt. Gefühlt würde ich sagen, wir machen jetzt mehr Schaden, aber kann auch nur gefühlt sein. Und wo wir gerade gefühlt sagen. Hier, das habe ich hergestellt. Ganz viel im Auktionshaus. Könnt ihr ja gerne kaufen. Und das nicht. Was habe ich denn noch? Ich habe noch irgendwas hergestellt. Glaub Handschuhe. Handschuhe habe ich ganz viel hergestellt. Auch im Auktionshaus. Und Kopf zum Anziehen habe ich hergestellt, ganz viel. Eigentlich müsste man, wenn man zu uns was öffnet, direkt sehen, eine Million Auktionen. Alle kaufen bitte, alle kaufen. So. Und als teuer sind sie, glaube ich, auch nicht ein Gold oder so. Oder zwei Gold maximal, meine ich. Kann ja mal gucken, ob es. Ich weiß nicht. Hier. Ganz davon. Lederstirnband. Ganz viele im Auktionshaus. Eine Buchse auch nicht. Und nee. Mal gucken. Doch, hiervon ganz viele. Und die habe ich ganz viele hergestellt. Jetzt wollte doch die angreifen. Ich wusste gar nicht, dass man die angreifen kann. Dass die mal weglaufen müssen. Voll die, oder? Ich glaube, da war kein Geist. Doch, Untote. Geister weglaufen. Aber Geister kann man nicht vieren. Ich weiß nicht, ob das auch noch, ob das auch schon so ist. Gucken. Naja. Bärentatze. Sieht jetzt nicht so toll aus. Aber gut. Es wird immer noch gesucht für Blutkessel, ein DD. Portbereit. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich im Blutkessel. Ich guck mal, wie groß der ist. Nicht, dass wir das Blutkessel dann noch ab 16. 60. Müsste also funktionieren. Sagen sehen wir uns gleich im Blutkessel. Machen wir 100 W-Folge. Und sehen uns im Blutkessel dann. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, beziehungsweise zu der Folge, die weitergeht. Wir gehen doch nicht in den Blutkessel. Die waren sich ziemlich uneinig. Die haben mich zuerst eingeladen. Und dann doch nicht. Weil die, die in der Gruppe waren, hatten wohl schon einen Jäger und der wollte nicht. Der hat sich dann quergestellt und dann, weil die wohl aus einer Gülle sind, hat er gesagt, gut, dann halt nicht. Oh Mann, was ein Hin und Her. Naja, gut, machen wir weiter.
Was soll es denn? Aber ich zeig das, ich zeig euch das noch. Hätte sich zwar jetzt angeboten, aber gut. Kann man nichts machen. So. Ja, ich glaube, wir schlagen uns ganz um 58. Okay, jetzt direkt mal hier austesten, wie gut das gehen kann. Das wirkt toll. Spotte schon. Aber schon cool, dass man das in Fight auch machen kann. Ich glaube, mittlerweile geht das in Fight nicht mehr. Man kann ja auch keine Kisten öffnen. Obwohl, man kann hier auch schon keine Kisten öffnen in Fight. Mussten wir da noch? Ja, da holen wir uns gleich hier für die, die Zünder, die komischen Dämonensteine. Genau, um die Portale zu zerstören. Das machen wir auch gleich. Das ist eine gute Idee. Weil da gab es auch was Tolles zum Anziehen, glaube ich. Und ich habe gesehen, wir haben eben tolle Stiefel aufgehoben. Ziehen wir gleich mal an hier. Ich weiß gar nicht wann, vielleicht auf dem Feld, ich habe es nicht gesehen. Ich hatte nur die komische Bärenpranke da gesehen. Ja, und wir müssen noch ein paar Geier boxen. Kann man die denn zählen? Zählen wir. Mhm. Oh nein, wir wollen jetzt kein neues Gefährt zählen. Und, oh ja, ein paar haben wir schon. Genau. 29 Stück. Irgendwann lerne ich auch kochen. Beziehungsweise, doch, ich hab Skill 1 bei Kochen. Irgendwann lernen wir das weiter. Irgendwann. Kochen ist eins meiner liebsten Berufe, die ich nicht gern skill. Aber ich glaube, das kennt jeder. Kochen kann manchmal echt lahm sein. So. Dann haben wir jetzt 19, 20. Noch 10 Stück ohne das. Schön. So, dann. Oder, ich auch schon überlegt, aber der hat mich erkannt. Ist der YouTuber. Ach, da kommen wir auf YouTube. Das wollen wir nicht. Weil ich lese auch nichts mehr. Oder sie haben jemand anders gefunden. Vielleicht ein 70er. Passiert ja auch schon mal gerne. Je nachdem, was für eine Instanz, gehen auch viele 70er gerne mit. Weil die dann teilweise dass die quasi an durchziehen.
So. Liebste Aufgabe, Geierboxen. Wer sieht, obwohl die 1400 EP gegeben, muss ich 133 Stück davon töten. Und wir bei 90% sind. Aber gut. Mich hatten auch ein paar gefragt wegen meinem Interface, wegen meinen ganzen Add-ons. Ich glaube, ich letzte oder vorletzte Folge schon ein paar erzählt von. Und ich habe das jetzt auf meine Facebook-Seite gestellt. Meinen kompletten Add-on-Ordner. Ich verlinke das auch nochmal hier unter dem Video. Na, falls es euch interessiert, meine Add-ons, könnt ihr euch die ja gerne dann runterladen. Und in einer, obwohl das sieht man auch in einem Kommentar, unter einem von meinen ganzen Videos. Ich glaube im letzten oder im vorletzten oder so, aber ich verlinke es hier auch nochmal drunter, ist auch der Link für meine Facebook-Seite mit drunter. Könnt ihr ja dann mal gucken. So. Ja. Natürlich haben wir kein Mana wieder. Wir müssten auch schon viele Quests, ja, aber gerade sagen, haben auch schon ein paar abgeschlossen. Ne? Feldsatzeier können wir noch gut machen. Das sind wir quasi dran. Haben wir auch schon. Ich weiß gar nicht, ob es eine Quest gibt, wo man die Geier boxen muss. Ich glaube, die gibt es wirklich. Die Quest. Also hier für die Geier. So, da liegen noch drei. Vier Teile passt. Den und dann haben wir alle. Weil zumindest die Geier brauchen wir dann nicht. Ja, manchmal ohne Mana ist das schon doof, aber gut. Da finde ich mit dem Fokus schon besser. Das ist Fokus. Räumt er richtig auf, räumt er richtig auf. Bekommt man richtig viel, beziehungsweise kann man mehr mitmachen. Dadurch, dass der Jäger im Fokus arbeitet, finde ich, ja, finde ich besser. Kurz gesagt. Okay, das geht nicht. Man kann nicht gleichzeitig casten und seinen Aspekt ändern. So, haben die auch fertig. Reifen wir mal hinten. Machen die Dämonentore auf. Zu. Wir wollen ja, dass keine Dämonen mehr durchkommen. So, verkaufen brauchen wir nicht, haben noch genug Platz. Warum wir beide angreifen, kann ich auch nicht sagen. Dann auf den einen habe ich ja gar keinen Schaden gemacht. Und ich glaube, den kann man kirschen. Ja. Schön. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Hat zwar jetzt weniger hier mit WoW zu tun. Aber erzähle ich euch in der nächsten Folge, damit es spannend bleibt. Was wollt ihr nur sagen? Wir müssen die nächste Folge gucken. Würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Winzer ist Let's Play WoW und ein Geheimnis wird gelüftet. Auf Wiedersehen. Ach, und lasst ein Abo da und einen Daumen nach oben und weiß ich nicht, teilt das Video. Viel Spaß noch. Auf Wiedersehen.